Matthäus 15 beginnt damit, dass Jesus wieder von den Pharisäern eine Frage gestellt bekommt und das seht ihr auch jetzt wieder als Bibelkarton. Einmal kamen die jüdischen Leiter zu Jesus und beschwerten sich über seine Freunde, die Jünger. Wir haben gesehen, dass deine Jünger sich vor dem Essen nicht die Hände gewaschen haben. Das ist aber seit Jahren eine vorgeschriebene Tradition. Warum brecht ihr das Gesetz Gottes, indem ihr eure Tradition höher achtet als ihn, entgegnete Jesus. Mit euren Worten ehrt ihr Gott zwar, aber ihr macht es nicht von Herzen. Ihr zwingt den Menschen eure Regeln auf, habt aber vergessen, dass das Wichtigste ist, die Menschen zu lieben. Genau das tut ihr aber nicht, obwohl es Gott in seinem Gesetz ganz klar vorschreibt. Danach wandte er sich von ihnen ab und erklärte den anderen Menschen: Nichts, was in den Mund hineingeht, kann euch zu einem schlechten Menschen machen, sondern das, was aus eurem Mund herauskommt, zeigt, ob ihr ein gutes oder böses Herz habt. Tut deshalb alles, was euch die jüdischen Leiter sagen, übernehmt aber nicht ihre lieblose und heuchlerische Einstellung. Anschließend begegnet Jesus einer nichtjüdischen Frau. Diese Geschichte seht ihr auch wieder als Bibelkarton. Eines Tages ging Jesus mit seinen Freunden, den Jüngern, durch Kanaan. Die Menschen dort glaubten an andere Götter als das jüdische Volk, zu dem Jesus gehörte. Dort lief ihnen eine Frau hinterher und rief die ganze Zeit: Jesus, hilf mir! Meine Tochter wird von einem bösen Geist, einem Dämonen beherrscht. Jesus ignorierte sie, aber die Frau ließ nicht locker. Jesus, hilf meiner Tochter! Irgendwann waren die Jünger genervt und baten Jesus: Schick die Frau doch bitte weg. Jesus erklärte: Ich soll nur zu dem jüdischen Volk gehen, dafür hat Gott mich geschickt. Da stand die Frau schon direkt vor ihm und bat ihn wieder: Hilf mir! Jesus antwortete: Es ist falsch, den Kindern das Brot wegzunehmen und es an die Hunde zu verfüttern. Richtig, erwiderte die Frau. Aber bekommen die Hunde nicht das, was nach dem Essen übrig bleibt, die Reste? Jesus war beeindruckt von ihrem Vertrauen in ihn und ihrer Hartnäckigkeit. Weil du so fest auf mich vertraut hast, will ich deiner Tochter helfen. Da schickte er die Frau nach Hause. Als sie dort ankam, war ihre Tochter frei und wurde nicht länger von dem Dämon gequält. Danach kommt wieder eine kurze Erzählung, die nochmal bestätigt, dass Jesus sehr viele Kranke heilt und dass alle, die zu ihm kommen, geheilt werden und dadurch eben auch sehr viel Aufsehen erregt. Die werde ich euch jetzt nicht als Bibelcartoon zeigen oder vorlesen lassen, aber direkt nach dieser Begebenheit passiert etwas Ähnliches, wie wir es schon einmal gesehen haben, nämlich hier wird es genannt die Speisung der 4000 und wir hatten ja schon die Speisung der 5000 vorher, deswegen will ich jetzt nicht das Bibelcartoon nochmal zeigen, sondern möchte gerne Amelie diese Begebenheit euch vorlesen lassen, wieder aus der Volksbibel. Am Ende winkte Jesus seine Leute zu sich und forderte sie auf. Die ganzen Menschen, die gekommen sind, tun mir irgendwie leid. Sie hängen jetzt schon 3 Tage hier mit mir rum und haben noch nichts gegessen. Ich habe ein wenig Angst, sie könnten den Rückweg vor lauter Hunger nicht mehr schaffen. Am besten wir organisieren was zu essen. Die Freunde waren da anderer Meinung. Mann, Jesus, wie sollen wir denn so viel zu essen herkriegen? Der nächste Drive-In ist total weit weg und die Supermärkte haben alle schon zu. Holt mal die Sachen raus, die ihr dabei habt, forderte Jesus sie auf. Mal sehen, was da zusammenkommt. 7 Brötchen und noch ein paar Würstchen, sagten sie schließlich. Jesus bat die Leute, sich einfach hinzusetzen. Dann nahm er die 7 Brötchen und die Würstchen. Er schaute in Richtung Himmel und bedankte sich bei Gott dafür, dann zerteilte er die Brötchen und die Würstchen und gab die seinen Freunden, damit sie die an die Leute weiterreichten. Und etwas total Abgefahrenes passierte, alle, die da waren, hatten mehr als genug zu essen. Anschließend gingen seine Leute noch los, um die Reste einzusammeln, und sie kamen mit sage und schreibe 7 Einkaufswagen voller Lebensmittel zurück. Dabei waren zu der Zeit 4000 Männer plus Frauen und Kinder da gewesen.
Erst jetzt sagte Jesus den Leuten, sie sollten mal nach Hause gehen. Er wollte aber weiter und fuhr mit einem Boot zu der Stadt Magadan.